this crusade is gonna take a while. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. So wie aus dem Titel und dem Vorspann leicht zu ersehen ist, geht es hier um die nächste Lesung in dem wundervollen Buch. Wie heißt denn das jetzt wieder? Ja, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das Bruder Viktor ganz in Eigenregie übersetzt hat, Kapitel für Kapitel, wo ich mir dann bis jetzt immer die Mühe gemacht habe, nachdem er sich die Mühe gemacht hat, meine ganzen Dinge, die ich angestrichen habe und notiert habe, Notizen dazu, alles zu übernehmen aus dem Englischen ins Deutsche, und ich mir dann die Mühe gemacht habe, das nochmal Korrektur zu lesen und auch Anstreichungen zu machen, da bin ich im Augenblick vor ganzer Arbeit da echt nicht zugekommen. Wir fangen heute das 10. Kapitel an, das heißt irgendwas mit katholischer Aktion, das werdet ihr gleich sehen. Und das habe ich halt noch nicht vorbereiten können. Wir treffen uns heute hier am 2. September, sonntagsabends um 8 Uhr, um die 26. Lesung. Oder war es jetzt die 26. oder 27. Lesung? Ich bin da immer durcheinander mit. Die 26. Lesung einzutüten. Deswegen sind wir hier. Und dazu möchte ich jetzt erstmal ganz herzlich Bruder Viktor aus dem Norden in Deutschland begrüßen. Hallo Bruder. Moin moin, hallo. Ja, mal wieder schön dabei zu sein, wie gehabt. Ich stammel mal wieder heute mal ein bisschen mehr ins Mikrofon. Und wenn du jetzt noch was hast, dann würde ich sagen... Ja, ich habe noch was und dann mache ich die Überleitung. Dann gebe ich das Wort gleich an dich, würde ich sagen, ja. Weiter. Und dann werde ich noch mal was dann... Genau, wunderbar. Dann so ist das geplant. Ja, ich wollte anfangen mit einem Punkt. Ihr seht hier das Video, das ich heute hochgeladen habe. Hinter den Diktatoren Teil 11, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Das ist die Sendung Nummer 2 davon. Da könnt ihr hier sehen, da sind ein paar Kommentare zwischen und ich wollte nur eben auf diesen einen Kommentar von Peter Borsdorf eingehen. Solche Kommentare machen für mich solche Lesungen immer sehr wertvoll. Das ist genau das, worüber ich mich unglaublich freue, dass einer so etwas sagt. Weil der Peter Borsdorf schreibt: Jetzt bin ich 54 Jahre und dachte, ich bin informiert, obwohl ich schon aufgewacht bin und mich nicht mehr veralbern lasse, was unsere Medien und Geschichtslügen angeht. Aber was man bei Ihnen, also er sollte mich natürlich besser duzen, aber gut, also was man bei Ihnen noch lernen kann, da klappt mir regelmäßig der Unterkiefer hinunter vor Staunen. Ja, habe ich darauf geantwortet, ja, man ist eben nie alt zum Lernen und mir ist in den letzten Jahren auch sehr oft die Kinnlade runtergefallen. Das finde ich einfach schön, dass hier einer zugeben kann, obwohl er eben meint, er wäre schon in der sogenannten Wahrheitsbewegung eine ganze Zeit lang drin und ist aufgewacht, dass es doch noch immer viele Dinge gibt, wozu man aufwachen kann, die man vielleicht noch nicht auf diese Art und Weise verstanden hat. Und ich gehe jetzt mal davon aus, weil er hier die Bibel mit keinem Wort erwähnt, dass er vielleicht auch noch nicht so furchtbar bibelbelesen ist, ja? Weil aufgewacht und sich nicht mehr veralbern lassen von den Medien und Geschichtslügen, das hat ja oftmals gar nicht mit Bibelkenntnis zu tun. Und das ist eigentlich das Schöne daran, an diesen ganzen Lesungen, dass wir das immer probieren zu basieren auf erstens Bibelerkenntnis und weil die Bibel das und das sagt, wir sagen von, dann schauen wir doch mal, wie sich das in der Geschichte widerspiegelt. Ja? Also zum Beispiel, ich kann immer noch mal referieren, an dieses eine Video, das ihr euch raussuchen könnt auf YouTube, das heißt The Forgotten Dream, das ist ein englischsprachiges Video von einer knappen Stunde lang und da geht es darum, dass einer im Zweiten Weltkrieg, ein deutscher Soldat, von seinem Vorgesetzten gefragt wird, sagen Sie mal, gewinnt Hitler eigentlich den Krieg? Und seine Antwort ist auf Basis der Bibel, auf Basis von dem Buch von Daniel. Das finde ich einfach wunderbar. Wir sehen eben, wie sich die Geschichte... Also wie die Prophezeiung in der Bibel, die nichts anderes ist als Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde, wie sich das zurückblickend alles erfüllt hat. Und das ist das Wichtige. Und deswegen kann man eben, obwohl man, wie er sagt, 54 ist und aufgewacht ist zu den Medien und Geschichtslügen, immer noch zulernen. Und deswegen kann dann irgendwann mal die Klappe runterfallen. Und das passiert hauptsächlich dann, wenn man die Dinge mit der Bibel verbindet. Das ist zumindest meine Ansicht darüber. Und das wollte ich nochmal eben euch kurz mitteilen. Und ich freue mich für den Peter Borsdorf, dass er dann meinen Kanal gefunden hat. Und ich hoffe, dass ihm bei meinem Kanal noch oft die Kinnlade runterfällt. Und vor allen Dingen, dass er, wenn er es nicht schon getan hat, zumindest auf diesem Weg dann zu Jesus Christus führen wird. Amen. Finden wird. So, und jetzt, Viktor, lass ich dich nochmal eben sprechen. Du hattest noch ein paar Dinge, die du uns mitteilen wolltest, ne?
Ja, richtig, genau. Also als erstes möchte ich dem auch nochmal zustimmen, was der Kommentator dort gesagt hat, dass das natürlich auch damals für mich auch der Weg war, als erstes, wenn man begreifen hat, dass ja, diese ganzen Lügen, die mit denen wir konfrontiert werden, schließlich dann doch auch da für mich auch dann dazu geführt oder dass er dazu gemündet hat, dass ja, ich jetzt auch die Bibel lese und das Wort Gottes, also den schmalen Pfad versucht zu gehen und nicht die breite Straße nach Rom. Ja, ganz toll. Ich weiß nicht damals, wie das bei dir war, Jörg, wenn du da noch mal kurz was zu sagen willst, ob du auch als erstes, sage ich mal, dir ja für dich erstmal die Wahrheit erstmal entdeckt hast und dann den Weg von Jesus Christus oder wie rum das war. Naja, ich habe ja vor einer knappen Woche ein Video hochgeladen. Das steht hier schon gar nicht mehr bei. Von der Manuela, erinnerst du dich, das Video, das ich hochgeladen hatte, wo ich die Manuela, die Schwester in Christus, interviewt hatte? Ein Ja, Video stimmt. von einer Stunde und Ja. eine Dreiviertelstunde lang. Hier, Jörg und Manuela, die Geschichte zweier Suchenden. Das hochgeladen vor 6 Tagen. Das war also letzte Woche Montag wohl, glaube ich. Und da habe ich ja auch einiges erzählt dazu, wie ich dazu gekommen bin. Und man denkt eben oftmals fälschlicherweise, dass man selber dazu findet. Aber im Grunde, sobald man die Bibel wirklich entdeckt und verstanden hat, stellt sich heraus, dass es die ganze Zeit Gott war, der einlenkt. Ja? In der Bibel steht es ja deutlich geschrieben: Jeden, den der Vater mir schickt, werde ich in keiner Weise jemanden von hinausweisen, sagt Jesus Christus. Ja? Jeden, den der Vater mir schickt. Es gibt auch viele andere Stellen in der Bibel, die genau das bestätigen. Der Mensch wählt nicht Gott, aber Gott wählt den Menschen. Diese Gnade wird uns zuteil und wir gehen in diesem Leben einen Weg, wo wir oftmals an uns selbst bestimmte Dinge, sage ich jetzt mal, wie sagt man das in Deutschland am besten? Ach, mir fällt das in allen möglichen Sprachen ein, nur nicht in Deutsch, die ich gerade spreche. Also, wo wir uns selbst das attributieren wollen darüber, dass wir das gefunden haben. Ach, wie schön, dass ich das und das untersucht habe, weil dazu habe ich das und das gefunden. Wenn man die Bibel richtig verstanden hat, dann weiß man, dass es immer Gott ist, der einen dazu lenkt. Und bei mir war es halt so, dass in 2010 einer meiner, zwischen Anführungszeichen, Freunde beim Pokerspiel so die Frage gestellt hat, so, aber Jörg, du bist doch immer so einer, der so viel auf Ehrlichkeit steht und sowas. Ne, da war ich also ziemlich bekannt für, deswegen pokerte ich auch nie so gut, weil da muss man so gut lügen können und das kann ich nicht, deswegen habe ich viel Geld verloren. Und sagt er, glaubst du wirklich, dass 9-11 so passiert ist, wie sie uns erzählen? Und darauf habe ich damit angefangen mit diesen Untersuchungen. Und heute, 2018, auch schon 2017, da wusste ich es auch schon, aber heute weiß ich, dass das der Freund diese Frage mir gestellt hat und das, was ich danach unternommen habe, um in der, ich sage es mal, in der Wahrheit mich zu finden, dass das Gottes Hand war. Er hat mich dazu geleitet. Er hat, obwohl das ein Heide ist, er hat den gebraucht, um bei mir die Saat zu säen, wofür Gott dann gesorgt hat, dass die Saat auch aufgeht. Weißt du, es ist wie ein Bauer. Der pflügt sein Feld, der sät seinen Samen, der düngt und bewässert, aber Gott sorgt dafür, dass das auch aufgeht und dass da aus dem Samen etwas rauskommt. Da hat der Bauer nämlich keinen Einfluss drauf. Und genauso ist es bei mir gewesen. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Freund diesen Samen sät bei mir und dann hat er dafür gesorgt, dass dieser Samen aufgeht. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man wirklich die Herrlichkeit und die Gnade und die Macht Gottes überhaupt erst erkannt. Ich habe Gott niemals gesucht, aber Gott hat mich gesucht und gefunden, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, was machst du damit jetzt? Und ich habe mich zu Gott bekehrt. Ich bin bei Jesus angekommen, dadurch, dass der Vater mich geschickt hat und Jesus hat die Tür aufgemacht und ich bin eingetreten. Und da bin ich heute. Und ich bin da glücklich drüber und ich bereue keinen einzigen Schritt. Also ich bin auch über diese, zwischen Anführungszeichen, Wahrheitsbewegung zum Glauben gekommen. Das fing an Oktober 2010 und mein, zwischen Anführungszeichen, Glaubensbekenntnis meiner Wiedergeburt habe ich irgendwann abgelegt im Laufe von 2013, das ist inzwischen 5 Jahre her. Und seitdem wachse ich täglich in dem Herrn und wachse ich täglich im Glauben und im Vertrauen und
in der Lust zum Herrn, will ich es mal ausdrücken, ja? Ich kann keinen Gedanken machen, der sich nicht irgendwie um den Herrn dreht. Weißt du, jedes Mal, wenn ich mir ein Buch vornehme, wenn ich die Bibel lese, wenn ich ein Buch mir nehme, ich habe jetzt wieder eins gefunden von 1891, auch wieder mit so einem tollen Titel irgendwie, warte mal, muss das mal eben raussuchen, will ich euch nicht vorenthalten. Wie heißt das Buch? Gehören die Jesuiten ins Deutsche Reich? Hier. Das ist ein Buch von 1891 von einem Schriftsteller, von einem Namen, von dem ich noch nie vorher gehört. Dr. Willibald Beischlag. B-E-Y-Schlag. Beischlag. Dr. Willibald Beischlag. Ja. Gehören die Jesuiten ins Deutsche Reich? In Frakturschrift. 1891 geschrieben. Wieder mal 228 Seiten. Wo ich gar nicht mehr weiß, wann ich die unterbringen soll. Und so geht das jeden Tag. Ich bin hier, ich mache irgendwas und die ganze Zeit ist der Herr in meinen Gedanken und der Herr leitet meine Gedanken. Und das ist das Wunderbare an meinem Leben, dass ich mit nichts auf der Welt jemals wieder tauschen möchte. So, jetzt habe ich doch wieder meine Viertelstunde gehabt. Es ging darum, dass du deine hast, Viktor. Aber ja, das ist meine Geschichte. Ja, vielen Dank, dass du da mal Einblick gegeben hast, beziehungsweise auch dann dein Video mit der Manuela zusammen. Oder ihr beide da auch mal so ein bisschen ja auch, ja, so die Beweggründe und fand ich auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich, dass ihr euch da mal so diese eigene Geschichte und auch die, ja, die Beweggründe und den Weg dahin auch das so ein bisschen selbst dann auch reflektiert. Sehr schön gewesen. Ja, so, jetzt will ich auch gar nicht weiter noch abschweifen. Es geht ja um hinter die Diktatoren, es geht ja um die Drahtzieher. Und ich habe mich mal, ja, im Laufe der Recherchen, während ich auch übersetzt habe und jetzt halt auch der Zeit jetzt danach, mal so was Interessantes entdeckt im Internet. Und zwar ist das eine Seite, die nennt sich katholisch.de. Genau. Da ist ein Artikel, der, ja, wieder, wie die Überschrift schon anmutet, Kreuz und Hakenkreuz. Also es geht um Hitler, die Machtergreifung und die, ja, die Situation der römisch-katholischen Kirche, beziehungsweise auch so ein bisschen der Kirche. Nee, ich glaube, nee, es ist doch, in erster Linie geht es um die römisch-katholische Kirche, ja. Aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, muss man vor allen Dingen sagen, weil es ist ja eine katholische Webseite, ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Man muss immer den Urheber dieser Artikel berücksichtigen. Ne? Wer schreibt das hier? Ne? Ja. Richtig. Ich will jetzt gar nicht so groß auf diesen Artikel hier eingehen. Den kann sich ja mal sonst jeder selbst nochmal im Eigenstudium sich mal zu Gemüte führen. Ne, da ist auch nochmal die Enzyklika mit brennender Sorge von, was kann ich, Antichrist Pius der 11., glaube ich, war das. Mhm. Ja, naja. Und dann ist mir was anderes aufgefallen, und zwar war das dann etwas weiter hoch an der rechten Seite. Geht das da um Bischöfe in der Nazi-Zeit, Gegner oder Mitläufer? So, da geht es um ein Buch, das wurde verfasst von einer Maria Anna Zumholz. Und die hat sich dieser Thematik mit den Bischöfen während der Zeit des NS-Regimes mal näher angenommen. Kann sich dann ja auch jeder mal wieder selbst dann auch Eigenrecherche betreiben, sich das selbst mal durchlesen. Ich bin da nur an eine Stelle gestoßen. Und das war, glaube ich, die vorletzte Frage, die da aufkam. Genau, gab es auch Bischöfe, die Befürworter des NS-Regimes waren. Und da gibt die Autorin dann Folgendes von sich. In dieser Form gab es das nicht. Allerdings, also kein Bischof war ein Befürworter des Nazi-Regimes, antwortet sie ganz deutlich erstmal. Ganz deutlich, genau. Allerdings war etwa Erzbischof Konrad Gröber von Freiburg eine ganz ambivalente Persönlichkeit, die auch anti-judaistische Tendenzen aufwies. Aha. Sehr interessant. Dabei muss man bedenken, dass solche Tendenzen damals zur christlichen Religion durchaus dazugehörten.
wenn man das Wort christlich natürlich bezieht Durch. auf katholisch, ne? Genau, wir sind ja auf der Seite katholisch.de, also sehen wir das mal durch die Brille der katholischen Kirche natürlich. Die Juden galten als Christusmörder. Ja, Natürlich, das. Rom zeigt immer mit dem Finger auf andere anstatt auf sich selber. Die Juden haben Christus nicht gekreuzigt. Ja, das denke ich ist auch wichtig, dass wir das auch immer uns vor Augen halten. Vor allen Dingen, wenn wir die Geschichte des Kreuzes auch kennen, Viktor. Das Kreuz ist ein altes heidnisches Symbol und es ist eine alte heidnische Tradition, um Leute zu kreuzigen, weil Menschen wurden schon gekreuzigt, lange bevor Jesus Christus auf der Welt wandelte, damals vor 2000 Jahren. Na? Die Juden galten als Christenmörder? Ja, natürlich, die römisch-katholische Kirche stellt das immer so gerne dar. Aber wenn man die Bibel liest, dann sieht man, dass Jesus von römischen Soldaten bewacht und gefangen genommen wurde und dass er vor ein römisches Gericht gezerrt wurde. Und dass Pontius Pilatus der römische Statthalter in Judäa war. Okay, Pontius Pilatus hat gefragt, wen wollt ihr, dass ich freilasse? Barabbas oder Jesus? Und die Juden schrien, Barabbas, Barabbas, gib uns Barabbas. Aber letztendlich die Entscheidung getroffen hat Pontius Pilatus nach dem Motto von, okay, sein Blut ist nicht auf meiner Hand. Hahaha. Und ans Kreuz genagelt wurde Jesus Christus von römischen Soldaten und nicht von irgendwelchen Pharisäern und Schriftgelehrten oder anderen Juden, ne? Ja, man muss auch jetzt dazu noch, kann man noch sagen, die katholische Kirche dichtet dazu ja noch immer diese vier Buchstaben, ne? INRI. Iustum neca reges impius. Es ist rechtens, häretische und revoltierende Könige zu verfolgen, umzubringen. Genau das, was sie mit Jesus Christus getan haben. Weil in den Augen der Heiden war Jesus Christus ein König, der sich etwas angemaßt hat, was man sich nicht anmaßen konnte im heidnischen Reich. Nämlich er war ein Heretiker im Sinne des heidnischen Roms. Ja. Ja, gut, dann noch vielleicht noch der letzte, der folgende Satz, vielleicht noch interessant. Wegen der Judenverfolgung haben etliche Bischöfe dieses Thema im Dritten Reich jedoch vermieden. Ja, dann haben die Nazis ja die Arbeit erledigt. Schweigen ist Zustimmung, ne? Ja, richtig. Wegen der Judenverfolgung haben etliche Bischöfe dieses Thema im Dritten Reich jedoch vermieden. Was hat denn die Judenverfolgung damit zu tun, dass die Bischöfe ihre Schnauze nicht aufmachen können, um es mal eben ganz vulgär zu sagen? Gerade weil die Juden verfolgt wurden oder wenn die Juden verfolgt wurden, ist es doch an den Bischöfen, um das Maul aufzureißen, oder nicht? Was ist deine Aussage dazu? Wer denn sonst? Ja, eben, wer denn sonst? Genau. Das sind doch diejenigen, die sich als Moralapostel des Volkes dahinstellen? Die höchste moralische Instanz, ne? Ja, die römisch-katholische Kirche, außerhalb derer es keine Errettung gibt, wie sie selber behauptet. Ja? Der Papst sagt von sich selber, dass er und seine hierarchische Kirche den Leuten das Gewissen sind. Ja, also wenn dann die Bischöfe das Maul nicht aufreißen, wenn irgendwelche Leute verfolgt werden, wie ernst nehmen sie dann bitte schön ihre eigenen Aussagen darüber? Guck mal, die letzte Frage hier. Wenn man es zusammenfassen müsste, haben sich die Bischöfe in der Nazizeit richtig verhalten oder hätten sie mehr tun können und müssen? Man muss ja sehen, dass es die Bischöfe nicht gab. Ach so. Die Bischöfe gab es nicht. Es gibt also keine Bischofskonferenz, ja. Es gibt nichts, wo die sich absprechen und wo die sich regelmäßig treffen in ihren Diözesen, ne? Der eine hat mehr, der andere weniger getan. Sie waren alle Menschen wie wir, mit Fehlern und Schwächen. Ach so. Aha. Ja, ich dachte, es vor allen Dingen solche Leute wie der Papst, der ja der oberste Bischof ist, doch unfehlbar ist, ne?
Ja, du sagst es. Und als solche haben wir sie auch in unserem Buch dargestellt. Also das sind, glaube ich, 20 €, die kann man sich sparen. Es muss zudem immer der Blick darauf gelenkt werden, fährt sie fort, welche Handlungsspielräume sie hatten. Jeder Bischof musste sich fragen, welche Folgen haben Worte und mein Handeln überhaupt? Ja, welche Folgen wofür? Folgen für dich oder Folgen für die Leute, für die du eintrittst, mein lieber Bischof? Leiden die Priester und Gläubigen in meinem Bistum darunter? Was ist mit dir selber? Leidest du da vielleicht drunter? Manche Bischöfe wie von Galen durchschauten das nationalsozialistische Regime von Anfang an. Natürlich, sie haben es ja gegründet. Andere ließen sich aber anfangs vom Regime blenden und sahen etwa den Kampf gegen den Bolschewismus, also gegen eine religionsfeindliche Ideologie, zunächst durchaus positiv. Und die Kirche von Rom steuert schön die bolschewistische Puppe auf der einen Seite und die nationalsozialistische Puppe auf der anderen Seite in der Zwischenzeit, meine Lieben. Großvaters Uhr. Aber das änderte sich. Denn den Bischöfen wurde auch immer mehr bewusst, dass die Nationalsozialisten die katholische Religion selbst auslöschen wollen oder die christliche Religion. Na, also ich glaube, hier kann man ja fast schon sagen, dass das Wort christlich mal richtig gemeint ist, weil hauptsächlich wurden ja Protestanten verfolgt, ne? Ja, an den Taten können wir sie erkennen. Eben. Das war ja nichts weiteres als ein weiterer Kreuzzug gegen bibelgläubige Christen im Zweiten Weltkrieg. Dennoch, fährt die Autorin fort, die allgemeine Linie der Bischöfe finde ich anerkennenswert. Ah ja? Sie haben die Einheit der katholischen Kirche bewahrt und sich insbesondere in den Hirtenbriefen der Fuldaer Bischofskonferenz für Menschenrechte, Recht und Gerechtigkeit eingesetzt. Das war in dieser Zeit schon eine großartige Leistung. Also die setzen sich da in Fulda hin, halten irgendeine Konferenz unter den Bischöfen und veröffentlichen ein Papier, wo sie für Menschenrechte eintreten, die, sobald sie zurück in ihre Diözesen gehen, mit Füßen getreten werden und sie einen Dreck interessieren. Wisst ihr, wie ich sowas nenne? Heuchler! Heuchler! Mehr fällt mir da nicht zu ein. Im Ja, Moment. das sind ja die, die Wasser predigen und Wein saufen, ne? Ja, genau so ist das, Viktor. Oder Genau mit so ist das. gespaltener Zunge reden. Ja, wie eine Schlange, die auch eine gespaltene Zunge hat, ne? Ja, stimmt. Woher kennen wir denn die Schlange? Der Kreis schließt sich, hä? Ich fand das doch mal so ganz rund, dass man das vielleicht noch mal so mit einbindet. Natürlich, war gut gefunden von dir. Wir haben das ja auch nicht vorbereitet. Das ist ja im Augenblick wirklich ad hoc, was wir hier machen, ja. Nicht geskriptet, meine Lieben. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal. Ups. Jetzt macht das Skype-Ding hier. Das war auch noch weg. Wo ist denn mein PDF? Hier ist mein PDF. Dann wollen wir doch mal anfangen mit der Lesung. Ich finde das Bild hier, finde ich toll, was du mir besorgt hast. Katholische Aktion im Angriff auf Deutschland. Hier kommen die Katholiken. Und da ist Deutschland gefangen im Netz. Im Spinnennetz, ja. Ja, finde ich schön. Finde ich gut gemacht von dir. Nationalsozialismus und katholische Aktion. Das ist also der Titel des Kapitels 10 aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche von Leo Herbert Lehman. Und da werden wir dann jetzt diese nächste 26. Lesung für in Angriff nehmen, indem wir lesen: Katholische Aktion. Der Kreuzzug für die katholische Reform der Jesuiten hat folgende Merkmale. Ja, da fängt schon mal an. Der Kreuzzug. Die meisten Leute verstehen überhaupt nicht, dass der Zweite Weltkrieg, genauso wie der Erste Weltkrieg, im Grunde ein Kreuzzug war. Dass das im Grunde ein, was ist denn ein anderes Wort für einen Kreuzzug? Ein, Inquisition? nein, ein heiliger Krieg. Oder ein Heiliger? Ja, ein Kreuzzug ist ein heiliger Krieg. Das Problem ist nur, Viktor, nur einer kann etwas heilig machen. Der heilig ist. Gott im Himmel. Ja? Der kann etwas heiligen. Sonst niemand. Da sich aber der Papst für Gottes Vertreter auf Erden hält, kann er auch, sagt er, ein etwas heilig machen. Deswegen spricht er Menschen selig und heilig. Deswegen heiligt er dies und heiligt er das und deswegen führt er auch heilige Kriege, Kreuzzüge. Nicht nur im 11., 12. und 13. Jahrhundert, nein, auch noch im 20. Jahrhundert. Und im 21. Jahrhundert. Oder wie wollte man diesen Krieg anders nennen, den die Amerikaner
Anfang der Jahre 2000 geführt haben in Irak mit 500.000 toten irakischen Kindern, wovon Madeleine Albright meint, das ist der Preis, der es wert ist zu bezahlen, um Freiheit in Amerika zu proklamieren. 500.000 tote irakische Kinder. Alles Kreuzzugsopfer. Opfer eines heiligen Krieges. Eines Krieges des Gottes dieser Welt gegen die Menschen, die sich an den Gott des Himmels halten. Das ist die richtige Bezeichnung für einen Kreuzzug. Ja? Und der wird natürlich durchgeführt von der militärischen Seite der römisch-katholischen Kirche, dem Orden der Jesuiten, die gegründet wurden mit dem mit der päpstlichen Bulle Militantis Regimini Militantis Ecclesia, die Kirche im Krieg, die Kirche im Kreuzzug. Nun, was sind die vier Punkte? Was sind die vier Merkmale dieser katholischen Aktion? Erstens, seine Ausrichtung, wie sie in der Enzyklika Quadragesimo Anno des Antichristenpapst Pius XI. Festgelegt ist, ist ausdrücklich der Gesellschaft Jesu anvertraut. Diese Enzyklika, die Papst Pius XI. Verfasst hat, hier sehen wir sie im Bild, wurde natürlich, also er hat sie veröffentlicht, ja, er steht dafür mit seinem Namen zurecht, ja, sehen wir hier, Enzyklika der SS, das steht für SS, steht nicht für Schutzstaffel oder so, wie ihr die SS kann, sondern das steht für seine Seligkeit. Pio, also Pius XI., der Papst, der diese Bulle rausgebracht hat, oder Enzyklika rausgebracht hat, der bringt das vielleicht raus, dem sein Name steht auf dem Cover, aber die eigentlichen Verfasser dieser Enzyklika sind die Jesuiten. Genau wie Adolf Hitler seinen Namen auf das Buch Mein Kampf geschrieben hat, aber der wirkliche Autor, der Jesuitenpater, Stempfle war, wie wir inzwischen ja gelernt haben. Weißt du, was ich noch gehört habe über das Buch Mein Kampf, Jörg? Nein. Dass das eines der meistverkauftesten Bücher weltweit gewesen ist, zumindest zur damaligen Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Die Deutschen waren ja auch, glaube ich, mehr oder weniger verpflichtet, so ein Buch im Hause zu haben. Eher noch Mein Kampf als die Bibel, ne? Ja, also es hat sich auf jeden Fall wohl auch, ich sag mal, finanziell auch sehr gelohnt, das zu veröffentlichen. Naja, ich weiß nicht, ob Adolf Hitler dann wirklich Tantiemen oder so für bekommen hat. Das ist auch, glaube ich, ziemlich uninteressant, um diese Dinge jetzt nachzugehen. Es ging da ja nicht um Geld, es ging um Indoktrination, ne? Ja, ist das schon richtig. Das ist genau, wie du heute als Deutscher dazu verpflichtet wirst, GEZ-Gebühren zu bezahlen, um diese Indoktrination über dich ergehen zu lassen. So musstest du damals das Buch Mein Kampf bei dir zu Hause haben, weil Fernsehen gab es ja noch nicht. Aber es wurde den Leuten dann ja irgendwann nahegelegt, dass die, ich glaube ich, auch jeder ein Volksempfänger bei sich im Haushalt stehen haben sollte, ne? Ja, und vielleicht hat es sogar Radioprogramme gegeben, an denen Mein Kampf vorgelesen wurde und die Menschen haben dazu gelauscht, das weiß ich nicht. Ich habe niemanden mehr in meiner Familie, der in der Zeit noch gelebt hat. Meine Oma, die 1906 geboren wurde, ist bereits 1992 gestorben, das ist schon ein paar Jährchen her. Also ich kann da niemanden mehr fragen. Meine Mutter ist nach dem Krieg geboren, in 46. Von daher habe ich da niemanden mehr, der die Erfahrung hat. Aber es ist natürlich schon richtig, diese Indoktrination musste natürlich vorangetrieben werden. Das ist ja irgendwo logisch, ne? Weil ohne, dass die Leute überzeugt sind von der Sache, kannst du ja nicht kämpfen, ne? Da gab es doch mal, ich lasse das Bild hier mal eben auf, da gab es doch mal diese interessante Aussage von Hermann Göring. Habe ich die schon mal gebracht, dass du das kennst? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche du meinst, welche Aussage. Ja, Hermann Göring, ich muss mal probieren, ob ich den so finde hier in diesem Artikel. Hermann Göring hat, in den Nürnberger... Das war ja dann ein Feldmarschall oder Reichsmarschall oder sowas, ne? So Hermann Position. Göring, ja, der war mehr oder weniger der zweite Mann hinter Hitler, der war der Dicke, der die Luftmacht unter sich hatte und was für nicht alles, also... Ist auch jetzt egal, ich will ja gar nicht darauf eingehen. Der hat jedenfalls gesagt, auf dem Nürnberger Tribunal, ja, auf dem Nürnberger Prozess, natürlich, das ist jetzt aus dem Englischen übersetzt, ne, das einfache Volk will keinen Krieg, weder in Russland, England, Amerika oder in Deutschland.
aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen. Und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen. Ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament, also eine Republik, oder eine kommunistische Diktatur handelt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, diese Pazifisten brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land. Wir haben heute den 2. September und in 9 Tagen verjährt sich wieder einmal das Ereignis, das am 11. September 2001 passiert ist. Und das ist genau das, was der Göring hier beschreibt. Man braucht nichts zu tun, als dem amerikanischen Volk zu sagen, es würde angegriffen. Und den Leuten, die dagegen sind, denen muss man mangelnden Patriotismus vorwerfen, ganz besonders in dem patriotistischen Amerika. Sehr interessant und sehr erfolgreich. Und dann behauptet man, ey, wie hat George W. Bush das gesagt? Wer nicht mit uns ist, der ist mit den Terroristen. Dadurch brächten sie das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land, das sagt Hermann Göring hier auf dem Nürnberger Prozess 1946 oder 45. Und das ist heute in 2018, rückblickend auf die letzten 70 Jahre, immer noch ganz genauso gültig. Interessant, ne? Ja, ist das dann so eine Anleitung auch zum Kadavergehorsam bisher, ne? Ja, im Grunde ja. Ja, das stimmt. Anleitung zum Kadavergehorsam, das ist gut gesagt. Also seine Ausrichtung, wie sie in der Enzyklika Quadragesimo Anno des Antichristen Papst Pius XI. Festgelegt ist, ist ausdrücklich der Gesellschaft Jesu anvertraut. Mit anderen Worten, die Gesellschaft Jesu hat in dieser päpstlichen Enzyklika die Feder geführt und dafür gesorgt, dass ihre Meinung und ihre Politik bekannt und durchgetrieben wird. Zweitens, seine Ziele sind, also die Ziele der katholischen Aktion und die Ziele des Kreuzzuges für die katholische Reform. Diese Ziele sind die Ausrottung des verhassten liberalen Geistes des 19. Jahrhunderts und damit natürlich auch Ausrottung des verhassten oder der verhassten liberalen Elemente innerhalb der Kirche. Die Bildung eines Weltkreuzzuges gegen Sozialismus und Kommunismus. Der Erfolg der Gegenreformation. Ja, die Bildung eines Weltkreuzzuges gegen Sozialismus und Kommunismus. Also jeder, der ein bisschen vernünftig denkt und dann in den Zweiten Weltkrieg zurückschaut und sich fragt, warum hat Hitler eigentlich verdammt nochmal den Nicht-Angriffspakt mit Stalin durchbrochen und hat er den Osten angefallen? Bitte, bitte, hier ist die Antwort. Die Bildung eines Weltkreuzzuges gegen Sozialismus und Kommunismus. Und was, meine lieben Brüder und Schwestern, haben wir dann erlebt in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs? Eine Zeit, in der die meisten von meinen Zuschauern, Viktor und ich ja auch groß geworden sind, in der Zeit des Kalten Krieges. Was war denn das? Das war ein Kreuzzug auf allen möglichen Ebenen, außer militärischen Ebenen, aber auf spiritueller Ebene, auf ökumenischer und ökonomischer Weise gegen den Sozialismus und Kommunismus, eine Fortsetzung dessen, was Hitler mit Waffengewalt probiert hat, auf eine subtilere Art und Weise, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass durch die Verschwörung durch Ronald Reagan mit Papst Johannes Paulus II. Oder Johannes Paul II., durch die Verschwörung, diese sogenannte Heilige Allianz, was erzählt denn der Jörg jetzt da? Ja, für die Zuschauer, die es nicht kennen, werfe ich eben gerne mal das Bild ein. Das ist ein Titelbild von Time Magazine Anfang der 90er Jahre. Da weiß ich jetzt, mit Allianz finde ich das natürlich nicht. Nee, da muss man das Englische nehmen, ne? Entschuldigung. Alliance. Ups, Alliance. Ach Mensch, Junge, kannst du da nicht das N tippen, wenn ich dir da drauf gehe? Mann, das ist nervig hier manchmal. So,
Was sagt der Jörg denn jetzt wieder? Das sagt der Jörg hier jetzt wieder. Diese, Mensch, hör auf jetzt. Ich hab's schon. Hier. Die Heilige Allianz, Time Magazine. Wie Regen und der Papst conspired, also sich verschworen, um Polen zu helfen, mit Hilfe der Solidarność oder Solidaritätsbewegung, die den Kommunismus niederzubringen, also zu beschleunigen und hasten and, the demise of communism, also sich dafür zu sorgen, dass der Kommunismus niedergeworfen wird. Die beiden haben sich da nach dem Motto miteinander verschworen. Die Verschwörung ist natürlich schon viel länger, aber natürlich Ronald Reagan hat da mitgeholfen. Weil Ronald Reagan war doch derjenige, der damals zu Gorby gesagt hat von Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ne? Hat er das nicht gesagt? Herr Gorbachev, reißen Sie diese Mauer nieder? Und, oh, Mensch, ich komme hier vom Hundertstel ins Tausendstel, ne? Viktor, ich kann es nicht helfen, ne? Da gibt es doch tatsächlich noch Menschen in Deutschland, die sind so naiv. Wirklich, die sind so naiv, die glauben, dass irgendwelche freien Montagsdemonstrationen von freien Menschen dafür gesorgt haben, dass das Regime in Ost-Berlin auch tatsächlich gefallen ist. Am ausgerechnet 9. November 9/11 1989. Ja, die Pille, die wirkt heute noch, auf jeden Fall. Mann, wie dumm kann man sein? Es gibt keine einzige Demonstration in Deutschland, die jemals irgendwas erreicht hat. Da hat ja selbst der Weiße Marsch hier in Belgien mehr erreicht, nach Dutroux. Ne? Für diejenigen, die sich den Fall Dutroux erinnern, der Mensch, der da verschiedene Kinder in seinem Keller mehr oder weniger eingemauert und verhungern hat lassen und so weiter in den 90er Jahren. Also auf die Geschichte will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber damals haben sie hier in Belgien einen Weißen Marsch gemacht. Durch Brüssel. Oh, mehr als 100.000 Menschen haben daran teilgenommen, haben für die Kinder demonstriert. Deswegen nannte man es den Weißen Marsch. Und wisst ihr, was dann da die Folge davon war? Auf dem Stück Autobahn, von der Autobahn E19, ja, die zwischen Brüssel und über Mechelen nach Antwerpen führt, hat man den Mittelstreifen genommen, der schon immer sehr breit gelassen war, weil eigentlich wollte man da noch mehr Fahrspuren bauen, das war ursprünglich geplant. Heute haben sie da eine Bahntrasse gelegt, aber damals haben sie da einen Kinderwald gepflanzt und haben das den Weißen Kinderwald genannt. Ach, wie schön! Und damit haben sie die Belgier beruhigt und gesagt, ach, die Truhe ist alles jetzt vorbei, wir haben ja jetzt diese Bäume gepflanzt und die stehen da im Gedenken an diese Sache. Ach, ist doch nicht alles herrlich. Und so haben sie die Leute beruhigt, weißt du? Da kommt mir doch wirklich die Galle hoch, wenn ich da solche Dinge lese. Und die Leute glauben tatsächlich, dass irgendwelche Demonstrationen in Ostdeutschland zu der Zeit, Leipzig, Dresden vor allen Dingen, glaube ich, wo das war, die waren doch geleitet von der, zwischen Anführungszeichen, der Kirche. Da gab es doch irgendwelche Pastoren, die da vorgegangen sind. Die sind doch alle eingespannt. Die Jesuiten arbeiten im Osten wie im Westen. Da sind wirklich Leute noch, die glauben, oh ja, man hat uns die Wiedervereinigung, man hat uns die gebracht. Das ist ja, das ist ja eine Bewegung aus dem Volk. Wie wunderbar ist das nicht? Junge, lass mich nicht kotzen. Echt wahr. Ich kann mich hier in etwas reinsteigern. Entschuldigung, aber ich kann es echt nicht ändern manchmal. Weltkreuzzug gegen Sozialismus und Kommunismus. Das, was Hitler damals im Zweiten Weltkrieg nicht erreicht hat, das haben sie dann mit ihrem Kalten Krieg geschafft. Und das haben sie dann damit geschafft, den Kalten Krieg abzuschaffen mit dieser Verschwörung zwischen dem mächtigsten Staat der Erde in der Zeit, den Vereinigten Staaten der Amerika, zusammen mit dem mächtigsten Mann der Erde, dem Papst. Die zwei haben sich zusammengetan und gesagt, so, jetzt machen wir Schluss mit dem Sozialismus und Kommunismus. Offiziell. Jetzt ist Feierabend. Und heutzutage leben wir in einem Sozialismus, ohne es zu erkennen. Ja? Ich bin Selbstständiger hier in Belgien. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss alle paar Monate meine Sozialabgaben bezahlen. Sonst kann ich nämlich selbstständig gar nicht arbeiten. Wenn ich aber verpflichtete Sozialabgaben bezahlen muss,
bin ich dann selbstständig? In meinem Verständnis nicht. Und in Deutschland ist es nicht viel anders, ne? Hast du einen Kommentar dazu, Viktor, zu meinem Geratter hier? Nee, das passt doch ganz gut, fand ich. Also ja, vielleicht jetzt können wir mal sagen, vom Nationalsozialismus zum Globalsozialismus, zum Internationalsozialismus oder sowas in der Art, ne? Ja, von den Reduktionen in Paraguay, wo sie damit angefangen haben. Oh ja, das ist ja eine schöne Metamorphose, erzähl mal weiter. Ne? Die Reduktion von Paraguay im Ende des 16. und das durch das ganze 17. Jahrhundert, in dem die Jesuiten einen Gottesstaat in Paraguay in Südamerika errichtet haben, wo sie frei von jeglicher weltlichen Gewalt eine spirituelle Regierung errichtet haben. So nennt man einen Gottesstaat. Genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, wovor ihr so viel Angst habt, dass die Islamisten das auch machen wollen, weil ISIS steht ja auch für den islamischen Staat, ja? Und der Islam ist nicht nur eine Religion, nein, der Islam ist eine Regierungsform, ja? Die Scharia gibt es nicht ohne den Islam. Und Scharia ist das Gesetz, das ist genau wie bei den Katholiken. Es gibt keinen römischen Katholizismus ohne römisch-katholisches kanonisches Recht. Das sind zwei Seiten der absolut selben Medaille. Ja? Die eine Scheiße ist grün, die andere Scheiße ist rot, aber es bleibt immer Scheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Und die meisten Leute wollen es immer noch nicht glauben, selbst wenn sie mit der Schnauze da reindrückt. Dann glauben sie es noch nicht. Die Jesuiten hatten im Ende des 16. Jahrhunderts und das ganze 17. Jahrhundert hindurch in Paraguay einen Gottesstaat errichtet. Da haben sie geherrscht ohne irgendwelche Opposition. Gegenwehr, ne? Gegenwehr, Opposition, ja. Manchmal fehlen mir hier und da die Worte. Danke, Viktor. Und sie haben den Staat damals ausgenommen. Und sie haben die Menschen damals unterdrückt und ausgenommen. Und die haben das sogar noch geliebt. Die waren sogar noch dankbar dafür, dass sie bestraft wurden. Wenn ihr das nicht glaubt, folgt mal meiner Lesung von Griesinger. Habe ich ja eine Lesung gemacht. Warte mal, muss ich mal eben das Bild hier vielleicht mit beiholen. Vielleicht kann man das ja machen. Für diejenigen, die es nicht kennen, auf meinem zweiten Kanal. Von Griesinger, das Buch, das ich da gelesen habe. Den ersten Band habe ich ja jetzt durch. Habe ich da, hier, das ist der Buchumschlag. Die Jesuiten. Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk bearbeitet von Theodor Griesinger, zweite Ausgabe, erster Band 1866, wie ihr seht hier unten. Und das ist der erste Band und ich habe den zweiten Band auch, den muss ich noch lesen. Den ersten habe ich im Augenblick 31, 32 Teile veröffentlicht. Auf dem zweiten Kanal könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Und da haben wir, ich glaube, in drei Sendungen oder so ganz deutlich, mindestens zwei Sendungen ganz deutlich gesprochen über die Reduktion von Paraguay. Nur alleine schon darin. Ich habe das auch angeholt in die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Das ist ja auch auf meiner Spielliste auf meinem Kanal. Also das könnt ihr euch hier und da durchlesen, das könnt ihr euch da anschauen, da könnt ihr auch einfach nur eingeben in die Suchmaschine auf dem Internet, Google oder was weiß ich, was ihr gebraucht. Die Reduktion von Paraguay, und da gibt es viel Information drüber, um nachzulesen, da haben sie damals ihren Gottesstaat errichtet und haben eben da den Kommunismus im Grunde das erste Mal in die Praxis umgesetzt. Und dann haben sie es Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland nochmal getan, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, was viele Leute gar nicht wissen, sie mussten das Geschlecht der Romanows absolut bis auf den letzten Blutstropfen vernichten. Warum? Das Geschlecht der Romanows hat doch tatsächlich die Frechheit besessen, in den 1860er Jahren Abraham Lincoln zu Hilfe zu kommen und gewisse Schiffe daran zu hindern, an Amerika anzulanden und denen Material zu liefern, das die Südländer, also die Südstaaten brauchten, gegen den Kampf gegen die Nordstaaten. Dieser Sezessionskrieg, dieser Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika, der unter dem Nenner geführt wurde von »Wir befreien jetzt die Schwarzen«, um das Sklaventum abzuschaffen, das war ein religiöser Krieg von Anfang an. Und der
Zar von Russland hat es sich doch tatsächlich erlaubt, man muss sich das mal vorstellen, welche Frechheit, zugunsten von Abraham Lincoln da einzugreifen. Und da haben die Jesuiten natürlich Rache geschworen. Das geht ja gar nicht. Und dann kam ihnen 1917 ganz genehm, dann haben sie das ganze Geschlecht der Romanows ausgelöscht, ja, exekutiert, und zwar Mann, Frau und Kind, alles, was dazugehörte, und haben dann ihre bolschewistische Regierung mit Trotzki und Lenin eingeführt und haben dann das, was sie bereits in den Reduktionen von Paraguay 150 Jahre lang geübt haben, in der umgetauften Sowjetunion, dem früheren Russland und den angrenzenden Staaten durchgeführt und haben das dann ausgebreitet nach Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Albanien, die ganzen damaligen sogenannten Ostblockländer. Tja, was sie im Kleinen in Paraguay geübt haben, haben sie dann im Großen da durchgeführt. Und dann kam diese Verschwörung von Reagan und dem Papst, um den Kommunismus zu Fall zu bringen, und das haben sie auch getan. Sie haben tatsächlich dafür gesorgt, dass die Leute glauben, der Kommunismus ist weg. Und heute, etwas über, muss ich mal eben rechnen, 28 Jahre nach Fall der Mauer, 28 Jahre nach dem Fall des Kommunismus, sind wir kommunistischer, als wir es je waren. Und Deutschland, meine Lieben, wird regiert von einem Präsidenten aus dem ehemaligen Osten und von einer, einer Dame, die auch ihren Ursprung im Osten hat. Ich sage jetzt mal Dame, weil das Wort im Englischen hat eine andere Bedeutung und das ist eigentlich die, die ich gebrauchen möchte, aber ich muss ja hier ein wenig auf meine Sprache achten. Ihr wisst ja, wen ich meine. Deutschland wird heute vom Osten regiert, der Westen. Wenn das euch einer Anfang der 80er Jahre oder in den 70er Jahren gesagt hätte von, ihr kriegt einen Präsidenten und eine Kanzlerin aus dem Osten, ich glaube, die Leute hätten euch auf die Straße geschmissen, für solchen Blödsinn zu verzapfen. Und heute haben die uns total in der Tasche und die Leute merken es nicht. Das ist eine richtig lustige Sendung heute. Ja, guck mal, da bekommt doch auch dieses Zitat von Reagan ja auch eine ganz andere Bedeutung einmal, ne? Wenn er sagt, tear down this walls, ne? Also, tear down this wall, ja. Oder tear down this walls, ne? Wir möchten jetzt auch in den Genuss kommen. Eben, das ist ja genau das. Das ist eine super Bemerkung, die du da bringst, weil das ist im Grunde das Verstehen, was sie eigentlich sagen. Es gibt da noch ein anderes Beispiel für. Also du sagst natürlich, Reagan hat gesagt, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Warum? Nicht, um die Leute freizusetzen, die dahinter sind, sondern um dafür zu sorgen, dass dieser Quatsch-Kommunismus überall hinkommt, bei uns auch. Und jetzt will ich mal ein anderes Beispiel sagen. Erinnerst du dich noch an den Slogan, den damals Obama gebracht hat in 2008 in seiner Präsidentenkampagne, den er auch ganz toll in Berlin gebracht hat, wo, glaube ich, 500.000 Menschen diesen jesuitengeschulten Typen an den Lippen gehangen haben? Was war Obamas Schlachtruf? Yes, we can. Und change. Ah, change, ja. Veränderung. Und jeder hat gesagt, yes, we can change. Ja, wir wollen Veränderung, wir können das, Veränderung. Oh, wir können das. Hat auch die Deutsche auch gesagt, oder? Die hat gesagt, wir schaffen das, ne? Wir schaffen das. Und der Obama hat das auch gesagt. Veränderung. Und jeder hat geschrien in Amerika, Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und heute haben sie ihre Veränderung bekommen. Aber sie haben vergessen zu fragen, welche Veränderung denn bitteschön? Was wird denn bitteschön wohin verändert? Das hat keiner sich gefragt. Veränderung ist ein toller Schlachtruf, ne? Und eines Morgens wirst du wach und merkst, dass dir deine ganzen Rechte, die dir vorher der Staat gegeben hat, auf einmal genommen hat. Und auf einmal hast du keine Redefreiheit mehr, hast du keine Versammlungsfreiheit mehr, hast du keine Pressefreiheit mehr, hast du keine Religionsfreiheit mehr. Wollte ich nicht Veränderung? Ja, aber du hättest vielleicht mal fragen sollen, welche Veränderung? Genauso wie man damals hätte vielleicht fragen sollen,
Was sind denn die Folgen, wenn ihr die Mauer niederreißt? Geht der Kapitalismus vom Westen in den Osten oder kommt der Kommunismus vom Osten in den Westen? Viktor? Ja, es hat sich wahrscheinlich so ein bisschen umgedreht. Also wenn ich mir mal so ab und zu berichte, zum Beispiel so Russland, also da ist es jetzt ja auch sehr patriotisch, in Anführungsstrichen. Und ja, aber die Leute sind auch teilweise sehr, sehr aufgeschlossen für Neues, also auch sehr tolerant und, ne? Tolerant, ja. Ja, und wir, was machen wir? Wir reglementieren alles mehr und mehr bis ins Kleinste, bis in die Haarspitze. Also das ist ja hier, ja. Ne, ja, die EU-Kommission ne? beschließt ja sogar, wie gerade Gurken sein müssen, die wir im Geschäft kaufen dürfen. Und dann denken wir wirklich, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Oder ich welche Leuchtmittel wir verwenden dürfen. Ja, und so weiter, ne? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte gerade über die Glühbirnen anfangen. Ich will diese Energiesparlampen nicht, wo dir angeraten wird von, stell dir mal vor, da fällt einer auf den Boden und geht kaputt. Dann mach, dass du aus dem Zimmer rauskommst und dass du erstmal mindestens eine Viertelstunde lüftest und dass du aus dem Zimmer rauskommst, weil da sind giftige Dämpfe drin. Und das soll gesünder sein als ein bisschen Glühdraht, den vor über 100 Jahren einer erfunden hat. James Watt oder wie hieß der Erfinder der Glühbirne? Ich bin jetzt gerade überfragt, aber ich glaube ja. Edison. Ja, Edison. Edison war es, der hat die Glühbirne erfunden. Ja. Und jetzt habe ich in den Nachrichten doch tatsächlich irgendwie so nebenbei mal gehört, jetzt wollen sie auch noch diese neuen Lampen verbieten, diese Halogenlampen, der Ersatz waren davon, jetzt wird alles umgestellt auf LED. Nur ja, dann kannst du auch die ganzen Sockel vergessen und so weiter und so weiter und so weiter. Also, und wir glauben wirklich, wir sind frei? Entschuldigung, ich kann mich manchmal echt nicht mehr einhalten. Mann, ist das eine Sendung heute. Wie lange sind wir denn da schon drin? 50 Minuten. Sagte der selbstständige Beitragszahler. GEZ. Gezwungen. Steht das nicht dafür? Naja. Also, die Ausrottung des verhassten liberalen Geistes des 19. Jahrhunderts. Also da sprechen wir natürlich von dem, was aus der Französischen Revolution herübergekommen ist, die auch von den Illuminati, das heißt den Jesuiten, weil die Illuminaten sind nichts anderes als eine Frontorganisation, hinter der sich die Jesuiten versteckten, geleitet wurde. Dieser liberale Geist des 19. Jahrhunderts muss ausgerottet werden und die Bildung eines Weltkreuzzuges gegen Sozialismus und Kommunismus. Ja. Die Mittel, um diese Ziele zu erreichen, sind die Vernichtung der alten katholischen Parteien in der Politik. Ja, das haben sie ja ganz gut geschafft. Sie haben ja 1934 die Zentrumpartei in Deutschland zum Beispiel verboten. Na? Das war die katholische Partei. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen, denn die Zentrumpartei hat dafür gesorgt, dass Adolf Hitler seine Macht im Parlament erhalten konnte und dann konnte die Partei ohne Probleme aufgelöst werden. Analog wie in Italien auch, ne? Mit der Partei von Don Sturzo, die Partito Popolare, ja, genau. Die Vernichtung der alten katholischen Parteien in der Politik, die mit der demokratischen Ideologie infiziert wurden, weil dadurch sind eben sehr viele Liberale in der katholischen Welt zurechtgekommen. Und da können die Ultramontanen überhaupt nicht mit umgehen. Und die Säuberung des weltlichen Klerus, der Orden und der Laien, soweit sie sich nicht an kirchenpolitisch jesuitische Meinungen halten. Nur was ist dann eine jesuitische Meinung? Die jesuitische Meinung ist die Meinung, die gebildet wird nach den Dogmen des Konzils von Trient von 1545 bis 1563. Das Konzil von Trient, das abgeschlossen wurde mit 125 Verdammungen gegenüber den Heretikern, die wir jetzt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 1962 und 1965 ja nicht mehr Heretiker nennen, sondern getrennte Brüder. Jeder, der in dem weltlichen Klerus sich aufhält. Also, was ist weltlicher Klerus? Klerus sind
Kirchenordensträger. Und weltliche Kirchenordensträger sind eben diejenigen, die sich mehr zum Weltlichen hingezogen fühlen als zum Geistlichen. Und da geht es um den Orden und den Laien, also diejenigen, die bestimmte Ämter ausüben innerhalb der Hierarchie und diejenigen, die einfach nur die Kirche besuchen und auch eben in diese weltlichen Dinge reingezogen werden. Soweit sie sich nicht an kirchenpolitisch-jesuitische Meinungen halten, habe ich gerade erklärt, was die kirchenpolitisch-jesuitische Meinung ist. Ultramontanismus ist da ein anderes Wort für, das kennt ihr inzwischen ja schon. Das geeigneteste politische Regime, um den Erfolg dieses Kreuzzuges für den katholischen Wiederaufbau, das hatten wir doch, glaube ich, im Kapitel davor, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Beziehungsweise die katholische Rekultivierung, ne? Ah ja, ja, nee, das war Kapitel 4, das, was ich gerade hochlade, ne? Das war das. Kapitel 4 ist das doch. Mal eben gucken. Ja. Irre ich mich doch jetzt nicht hier. Die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Ja, das ist Kapitel 4, ne? Wo wir das also schon mal hatten, was wir hier gerade sehen. Ja, das geeignetste politische Regime, um den Erfolg dieses Kreuzzugs für den katholischen Wiederaufbau, eben das, was wir in Kapitel 4 besprochen haben, zu sichern, ist die hierarchische, autoritäre Form des faschistischen Staates oder des Nationalsozialismus. Da habe ich wohl mal irgendwie eine Bemerkung dazu geschrieben, die da lautet. Oder wie es John Daniel in seinem Buch The Grand Design Exposed ausdrückt. Das ist ein Buch, das sollte man vielleicht auch mal kennen, wenn man sich ein wenig mit amerikanischer Geschichte beschäftigen will. Der John Daniel ist ein sehr interessanter Autor, aber ein ganz falscher Mensch. Wer da mehr drüber sprechen will, der muss sich mal mit Tom Fress in Verbindung setzen. Aber das ist ein anderer Punkt. John Daniel hat das in seinem Buch The Grand Design Exposed, und zwar in Kapitel 6, folgendermaßen ausgedrückt. Das Programm der Gesellschaft Jesu, also des Jesuitenordens, ist wie folgt. Die Kirche, und zwar die römisch-katholische, die Kirche regiert die Welt. Der Papst regiert die Kirche. Die Jesuiten regieren den Papst. So war und ist das Programm des Ordens der Gesellschaft Jesu. John Daniel in seinem Buch The Grand Design Exposed. Der große Entwurf entdeckt, oder wie immer man das übersetzen will. Ja? Das geeignetste politische Regime, um den Erfolg dieses Kreuzzuges für den katholischen Wiederaufbau zu sichern, ist das hierarchische, autoritäre Form des faschistischen Staats oder Nationalsozialismus. Ist die hierarchische autoritäre Form. Weil, wie wir ja vorher bereits gelernt haben, ja, ich muss wieder mal zurückgehen zu einem früheren Zitat. Wir haben zwei wichtige Zitate in diesem Zusammenhang bereits in diesem Buch besprochen. Das eine Zitat kommt von der Civilta Catholica und ich werde das mal eben richtig raussuchen hier, weil dann kann ich es zumindest Ctrl F. Dann kann ich es zumindest so sagen, wie es tatsächlich wirklich da drin steht. Okay, da müssen wir hochgehen, dann steht es da drüber. In der Civilta Catholica steht geschrieben, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. Und da hatte mich doch mal tatsächlich der Michael, den ihr ja auch schon in diesen Lesungen, glaube ich, dabei hattet, ne? Der ist ja heute, kann er uns leider nicht begleiten bei der Lesung, aber der war ja sonst auch mit dabei, der hat mir doch vor ein paar Tagen über Skype die Frage gestellt, sag mal Jörg, hast du vielleicht eine Quelle, wo das herkommt, dass in der Civilta Catholica, dem Hausorgan von den Jesuiten, genau dieser Spruch steht, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. Ja, da hatte ich dann eben eine Aufgabe bekommen, die mich ein wenig zum Recherchieren angesetzt hat. Jetzt weiß ich ja nicht, ob ihr das gerne sehen wollt, was ich euch jetzt zeigen möchte, aber ich finde das ja eigentlich ganz lustig. Wir sind ja sowieso beinahe am Ende hier. Mal eben gucken. Ich habe mir da einen Film gedreht von einem Buch, das heißt Days of Our Years. Da bin ich nämlich drauf gestoßen.
Dieses Buch, Days of Our Years von Pierre van Paassen, das ist ein Niederländer, geschrieben 1939, aber auch zuerst veröffentlicht 1939, umfasst 577 Seiten, ist in Englisch geschrieben, wie ihr seht, und ich wollte mir das Buch dann besorgen über archive.org. Da konnte ich das aber nur 14 Tage ausleihen. Das heißt, ich konnte das Buch nicht, also ich konnte es einsehen als PDF, aber ich kann es nicht auf meinem Computer speichern. Das PDF schon mal gar nicht. Da hätte ich noch wieder was anderes machen müssen. Da hätte ich noch irgendwo einen Account anmachen müssen und sowas mache ich nicht. Ich gebe meine Daten nicht so gerne freiwillig überall weg. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber ich hatte das Buch halt 14 Tage zur Ansicht. Ja, guck mal hier, das ist meine Maus jetzt und das ist die Maus da. Fest im Film. Und ich konnte dann halt in dem Buch rumblättern. Und ich hatte halt eine Aussage gefunden, dass das in diesem Buch von Pierre van Paassen stehen sollte, auf Seite 465. Da habe ich gedacht, das ist ja ganz interessant. Muss man sich das Buch mal angucken. Und dann dachte ich, ich nehme halt meine Kamera, die Hypercam, die ich habe, die macht das hier, dieser Film, das ist ein paar Minuten lang und fragt bei einer 5 GB, also ist ein riesig großer Bestand. Aber dafür kann man es auch sehr schön lesen, wie ihr selbst seht. Und ich habe also gefunden, dass in diesem Buch auf Seite 465 man dieses Zitat lesen kann. So, dann gehen wir doch mal auf Seite 465. Mal eben gucken, wie wir da jetzt hinkommen, weil um die drei Seiten habe ich immer irgendwann umgeblättert. Mal gucken, kommen wir da irgendwo hin. 455, guck mal, sind wir schon fast da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich das Buch halt als Film auf. Das kann man sogar so lesen. Und dann bin ich ja noch schlauer gewesen. Ich habe manchmal solche Momente. Da habe ich mir das Buch gesucht. Auf Amazon konnte man das kaufen. Und stellt euch mal vor, ich habe tatsächlich nur 8 Dollar bezahlen müssen für das Buch. Leider muss ich 16 Dollar bezahlen für den Transport. Deswegen habe ich es trotzdem mir geholt. Auf Seite 465, wir sehen hier bereits, ja, seht ihr, Civilta Catholica, Hausorgan der Jesuiten, sagt ganz deutlich, und das ist jetzt ein Zitat in Englisch, ich werde es euch jetzt immer eben in Englisch vorlesen, das müsst ihr mir dann halt verzeihen. Bla 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 bla, Englisch, und das geht bis hierhin, bis hier unten. So, und dann sagt er in dem nächsten Absatz, hier haben Sie also eine autoritative Erklärung, die bestätigt, dass der Faschismus das Regime ist, das am dichtesten korrespondiert mit den Konzepten der Kirche von Rom. Also, das, was wir hier gerade eben gelesen haben, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt, das finden wir hier aber nicht in einem Zitat, sondern das schreibt der Autor selber. Nachdem er dieses Zitat, was ich gerade bla 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 bla, weil ich euch das Ganze in Englisch jetzt nicht vorlesen wollte, erzählt habe, dieses Zitat, das von hier oben, The Very Christian Idea, bis hierhin geht, das fasst der Autor zusammen als die Aussage, die er hier dann nennt, das in der Civilta Catholica eben steht, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. So. Interessant ist, und dann finden wir hier unten in einer Fußnote, schreibt er hier, Franz von Papen, ja, der jesuitisch geschulte Malteserritter und Vizekanzler hinter Hitler, erklärte am 14. Januar 1934 in der Zeitung Der Völkische Beobachter, und das ist ein Zitat, das wir auch schon mal gelesen, das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums erkennt, sondern diese auch in die Praxis umsetzt. Um das jetzt mal eben auf Deutsch zu bringen. The Third Reich is the first power which not only recognizes, but which puts into practice the high principles of the papacy. Habe ich das soweit ganz gut übersetzt, Viktor? Ja, das passt ganz gut. Also ja. Das Zitat haben wir ja auch in einem Kapitel ja auch abgehandelt. Ja, da sind wir bereits hinter den Diktatoren drüber gestolpert. Und ja, ich hatte dann halt ein bisschen in dem Buch rumgeblättert, da gab es auch ein paar andere Seiten, Seite 168 zum Beispiel, Seite 364, Seite 496, Seite 538, alles ganz interessante Zitate. Was ich echt interessant finde, und das wisst ihr jetzt, also hier kommt das Zitat her, das heißt, es ist nicht so wortwörtlich in der Civilta Catholica geschrieben, sondern da ist dieses ganze große Zitat erschienen, das werden wir vielleicht irgendwann mal ins Deutsche übersetzen, vielleicht hat der Viktor da ja mal Lust zu, dem kann ich den Film hier ja mal zeigen. Kann er sich ja auch jetzt ein Foto von nehmen oder was? Ja, das werde ich mir nachher nochmal ansehen, ja. Ne? Ja, den Film kann ich dir nicht schicken über WeTransfer, weil da geht nur bis zu 2 GB, das Ding ist 4,7 GB groß.
ein AVI-File, das geht nicht, aber ich kann ja ein Foto von der Seite nehmen oder was. Ja, oder dann ich mache mir eben kurz nochmal einen Screenshot, das passt schon. Das kannst du auch, ja. Ein Screenshot, ja, oder du machst das nachher, weil ich wollte jetzt nochmal eben auf eine andere Seite gehen, wo wir jetzt gerade dabei sind, da macht ja solchen Spaß hier, ne? Seite 168. Müssen wir mal eben auf Seite 168 gehen, also 130, 150, 163, 167, da kommen wir schon beinahe da, 168. Das ist eine ganz tolle Seite. Sehen Sie, steht das hier in Deutsch, sagte der Kaiser-Quartiermaster-General, who graciously received me at the villa near Munich and who spoke to me to my much to my inner amusement as one Aryan to another. Ja, also der Quartiermeister-General des Kaisers, der mich da so großzügig in seiner Villa in der Nähe von München empfangen hatte und zu mir sprach, zu meiner inneren Belustigung, wie von einem Arier zu einem anderen: Sehen Sie! The Jews are not our enemies because of their race. Die Juden sind nicht unsere Feinde wegen ihrer Rasse. But because one of their subtlest rabbis, weil einer ihrer subtilsten Rabbis, der Mann, der sich der heilige Paulus nannte, the man called St. Paul, distilled the poison of the Christ myth out of the life story of Jesus of Nazareth. Also, der heilige Paulus destillierte das Gift des christlichen Mythos aus der Lebensgeschichte des Jesus von Nazareth. Die Juden sind Feinde der nordischen Rasse, weil sie das Christentum produzierten, das Christentum ins Leben brachten. Und das ist das größte Gift, das die Lebensgeister der arischen Rasse vernichtet hat. Ich sag's euch, das ist ein interessantes Buch. Ich hab's mir bestellt und vielleicht finde ich ja mal jemanden, der sich das PDF die Mühe macht, irgendwie zu besorgen und ins Deutsche übersetzen will. Hint, hint, hint. Echt wahr. Scheint ein sehr interessantes Buch zu sein. Und danke an Michael, der mich überhaupt auf den Gedanken gebracht hat mit seiner Frage, sag mal, hast du eigentlich einen Brunnen dafür? Ja, jetzt habe ich den Brunnen. Aber ihr seht, auch in diesem Buch ist der Brunnen nicht angegeben. Das heißt, es steht nicht drin, in welcher Ausgabe der Civilta Catholica das erschienen ist. Nur ich gehe davon aus, das Buch selber ist 1939 erschienen. Können wir mal eben schauen. Das sehen wir ja ganz am Anfang hier. Kann da mal ganz zum Anfang zurückgehen hier? Nee, wa? Das Buch ist ja 1939 erschienen. Das ist ganz interessant, wenn man das mal eben sieht. Days of Our Years, Pierre van Parsen. Hier, schaut mal. Das ist 1939 erschienen im Januar. Erster Druck. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Druck bis August 1940. Also zwischen Januar 1939 und August 1940 ist dieses Buch 11-mal aufgelegt worden. Und dann ab dem 12. Druck ist es revised, also wie sagt man das, nochmal überarbeitet worden. Ja? Ab Oktober 1940, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, zwischen 1940 im Oktober und Juni 1943 ist es noch einmal zwischen 12 und 20, also nochmal 8-mal, 9-mal in einer veränderten Form erschienen. Also das muss ja wohl ein sehr populäres Buch gewesen sein. Dies ist die Revised Edition, also die überarbeitete Fassung mit Copyright von 1940. Gedruckt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, in Deutschland will man solche Informationen, die ich gerade eben gegeben habe, natürlich nicht sehen. Ne? Ist ein amerikanisches Buch. Ja, ich weiß, wir sind inzwischen über eine Stunde, aber wisst ihr was, das kann mich im Augenblick überhaupt nicht kümmern. Ich habe so meinen Spaß, ich könnte noch 3 Stunden fortgehen. Das Beste ist, wir haben heute ein neues Kapitel angefangen und wir haben nicht mal eine ganze Seite geschafft, wo ich dachte von, ach, das ist eigentlich ein kurzes Kapitel, ich habe gar nichts vorbereitet. Weißt du was, Victor, nächstes Mal bereite ich das auch nicht vor, das macht ja viel mehr Spaß auf diese Art und Weise. Man könnte jetzt
im Grunde noch gleich noch eine Sendung hinterher machen. Ja, im Grunde ja. Aber ich bin ein bisschen zu müde, als das da zu machen. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Aber ehrlich wahr, also ich habe mich amüsiert und ich meine, das ist eine ernste Sache. Ja, wir dürfen nicht den Ernst der Sache aus dem Auge verlieren. Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass wir es auch immer im Vergleich zur Bibel machen, dem Wort Gottes. Und das ist eine so seriöse Sache, da gibt es nur wirklich nichts drüber zu lachen. Aber ab und zu muss man auch mal ein bisschen seinen Spaß haben und darf man Dinge auch mit Humor sehen. Und ich finde, das war heute mal so ein Moment, wo man sich ein bisschen hat gehen lassen können. Und ich möchte dich eben nochmal bitten, Viktor, eine abschließende Bemerkung zu geben zu dem Video heute, bevor ich dann die Schlussansage mache. Ja, also von meiner Seite aus können wir das nächste Mal auch so fortführen. Also ich fand jetzt nicht, dass es jetzt uninteressant oder langweilig war. Im Gegenteil, ich habe mich an sich auch sehr gut amüsiert. Und ja, dann hoffe ich, dass vielleicht das nächste Mal uns Bruder Michael vielleicht noch mit begleitet oder vielleicht jemand anderes, je nachdem. Wünsche alles Gute und sag dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Viktor, danke für deine Beiträge, danke, dass du dabei warst, danke für deine Übersetzungsarbeit. Und wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt nicht für die Art und Weise, wie dieser Vortrag war, weil das war auch mal schön, das auf diese Art und Weise zu bringen. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass wir mit einer ganz ernsten Materie uns beschäftigen, dass wir uns mit einer Materie beschäftigen, wie der Kommentator das in meinem Video deutlich gesagt hat, obwohl man sich seit Jahren mit dieser Wahrheitsbewegung beschäftigt. Und meint schon sehr viel gelernt zu haben und schon meint sehr aufgewacht zu sein und sich von den Medien und all diesen ganzen Sachen und Politik doch nicht mehr betrügen zu lassen, dass man doch immer wieder noch Dinge entdeckt, die einem die Kinnlade runterfallen lassen. Fand ich einen sehr schönen Kommentar der Person, die das auf meinem Kommentar geschrieben hat, auf meinem Video geschrieben hat. Und vielleicht ist euch das ja heute auch mit einigen Dingen, die wir so besprochen haben, gegangen, dass euch auch mal irgendwo die Kinnlade runtergefallen ist. Und hoffentlich kommt ihr dann dazu, nächstes Mal bei der nächsten Lesung, das wird dann die 27. aus diesem Buch sein, wieder dabei zu sein, wenn es heißt, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Diejenigen, die die Fäden halten, denen werden auf einmal die Hosen runtergezogen. Und sie werden exponiert durch die Lesung von mir und meinen Gästen, die dabei sind, dank an Viktor, der das Buch überhaupt erst übersetzt hat. Und in der Zwischenzeit, zwischen diesem und dem nächsten Video, lest eure Bibel. Maranatha.